Deswegen auch Mud Masters, ne? Genau. Das steht wirklich für Schlamm in dem Fall, oder? Junge, du willst deine Köln da natürlich. Unsportlich als gedacht. Ja. Jawohl! Meine. Ja, guten Morgen, Männer. Freue mich, euch wiederzusehen nach einiger Zeit. Ich hoffe, bei euch lief es ganz gut. Ich meine, jetzt steht die Challenge an, also der Parcours. Und ja, vielleicht auch da, wenn ihr Fragen habt oder grundsätzlich nochmal so ein paar Ideen braucht, wie man sich da durchhangelt und klettert und taucht, dann ja, können wir da jetzt mal drüber quatschen. Was mich wirklich freut, ist das Laufen. Da bin ich persönlich auch für das, was ich so an sonstigen Umständen hatte, relativ zufrieden. Wie ist die Puste? Top. Bei mir sah das folgendermaßen aus. Also ich habe mich direkt im Fitnessstudio angemeldet, direkt am ersten Tag, nachdem ich wieder zu Hause war. Ich war eigentlich regelmäßig trainieren am Anfang, 2-3 Mal die Woche. Und dann später 4-5 Mal die Woche. Was soll denn für die Steine? 19. Ich habe mich jetzt dann vor 2-3 Wochen, nachdem wir einmal den Test gemacht hatten, habe ich mich jetzt bei meinem Kollegen eingeklinkt. Ne? Das ist so ein. Das ist so ein 100-Kilo-Bulle, der immer ins Gym geht, weißt du? Und der zieht mich jetzt mit durchs Gym. Ist er sich bereit für den... Ja, also ich hab da richtig Bock drauf, ne? Ich bin so gespannt, ob wir da so komplett reinkacken werden. Oh, Scheiße! Das sind eh die abgeschwächten. Boah! Jo, ich habe versucht regelmäßig was zu machen. Natürlich ab und zu schwierig, zeitlich, unterwegs und so. Ernährung denke ich, dass ich mich deutlich verbessert habe. Ich habe auch zu Hause viel, also ich habe einen Laufband, habe da viel gelaufen und habe versucht, was mit Gewichten zu machen. Ich hoffe, dass es reicht, da, um da irgendwie zu überleben. Ne? 10. Jawohl. Oh, ja, ich sehe jetzt hier tatsächlich auch nur die Strecke. Also aha, da sieht man jetzt gar nichts. Aber die haben so schöne Namen, die Hindernisse wie Up and Under. Hört sich an wie drüber und wieder drunter durch. Ja. Tarzan Swing. Ui. Monkey Bars, genau. Dann haben wir Load Carry, da musst du wahrscheinlich irgendwas tragen. So einen Sack auf die Schultern, da musst du den wahrscheinlich tragen, genau. Dann haben wir Great Walls, haben wir schon drüber gesprochen, das ist im Prinzip dann über eine große Wand drüber klettern. Dann haben wir Wood Climb, Mud Hill, hört sich sehr gut an, finde ich. Oh. Das habe ich schon mal gesehen, da ist so ein riesiger Lehmhügel dann. Genau. Und das muss ich halt einfach durch den Matsch da durch. Stammst du da durch, ja. Und das ist wirklich, glaube ich, sehr. Wenn es da regnet, das wird, glaube ich, schwierig. Ja, du wirst komplett einen Mist an Schuhen kleben haben, den wirst du auch durch die ganze Strecke rumtragen, glaube ich. Hoffentlich rutscht einer aus und hat dann den ganzen Schlamm im Gesicht. Und das letzte ist Net Climb, also es wird wahrscheinlich so ein Netz sein, wo du durchklettern musst. Ja, also ich habe da sehr Bock drauf, aber ich glaube, man sollte jedes Hindernis irgendwie schon mit Respekt entgegentreten. Alter, ich bin ganz ehrlich, ich habe den Körperbau von Slenderman und ey, ich habe es noch nie geschafft, mich so mit meinem eigenen Körpergewicht nicht hochzuziehen und so. Also da bin ich echt Rührei, ne? Erstens wird es lustig, die anderen hinsetzen zu sehen. Und zweitens glaube ich einfach, dass mir das mega Bock machen wird. Aufs Laufen habe ich jetzt nicht so Lust, also, aber auf den Parcours schon. Ohne Scheiß, das ist jetzt hier der Geheimfavorit, ja? Sam, ja? Ja, nicht letzter werden. Sam, der ist von Grund aus richtig stark. Ja, der, ich meine, der hat irgendwie bei seinem ersten Durchgang, wie viele Klimmzüge hat er geschafft? 6? Der hat Kraft, der Mann. Der sieht nicht danach aus, der sieht auch aus wie der Slenderman, aber der hat Kraft. Und jetzt, wo er auch noch 7 Wochen jetzt Sport durchgezogen hat, also Sam ist Geheimfavorit. Also ich habe richtig Bock auf die Challenge. Ich denke, ich liebe Challenges, vor allem wenn die so ein bisschen unmöglich sind, weil ich bin ja so ein bisschen der Außenseiter. Aber ich werde auf jeden Fall alles geben und richtig, richtig reinhauen. Mein Favorit ist schon Niklas bei der ganzen Challenge, würde ich sagen. Aber auch wirklich erstmal nur bezogen auf den Mudmaster selber, was die Gesamtchallenge angeht, weil wir haben ja im Prinzip 2 Parallel-Challenges laufen. Also die eine ist ja, okay, wer schafft den Mudmaster am schnellsten und die andere ist, wer schafft über diesen Gesamtzeitraum den besten Fortschritt. Und da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig. Viel Erfolg! Ich werde eine Kerze für euch anzünden, ich kann leider nicht dabei sein. Aber ich freue mich sehr auf die Bilder. Ich will da keinen sehen, der aussteigt. Also da muss man durch und am Ende jeder durch die Ziellinie. Und ja, dafür habt ihr gearbeitet, dafür habt ihr euch jetzt wirklich lange lang gemacht. Dementsprechend zieht das einfach durch und viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei.
viel Spaß dabei.